Und schmeckt wirklich super, wirklich lecker. Zweiter Tag in Kyoto. Wir haben eigentlich überhaupt nicht geschlafen. Unser Zimmer war ja sehr laut, da ist irgendein Brummen oder so. Wir kriegen jetzt ein neues Zimmer. Ich hoffe mal, dass es da besser ist. Jetzt frühstücken wir hier draußen. Ich habe mir so einen super süß ekligen Milchtee gekauft. Dazu irgendwelche weichen Brötchen, geht einigermaßen, aber nun ja, nicht der tollste Tag. Ich hoffe mal, es wird besser. Jetzt geht es zum Affenberg und zu den Bambuswäldern. Ja. Und da haben wir uns was im Supermarkt gekauft. Und zwar, ich habe mir so eine berühmte Bento-Box gegönnt. Also ich hoffe mal, dass es eine echte Bento-Box ist. Es ist quasi so eine kleine Lunchbox mit irgendwas drin. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mal... Okay, ich probiere mal. Ente vielleicht. Darunter ist Reis. Alles in so einer super Soße, Gemüse, ein Ei, ja, alles was man braucht. Schmeckt gut. Eigentlich beim obersten Tempel sein. Leider sieht man jetzt nichts besonders viel, aber es ist schon sehr imposant und auch sehr ruhig. Hier sind kaum noch Touristen. Ja, jetzt geht's wieder runter. Puh.
Tage Kyoto sind vorbei, es war eine super schöne Zeit, der Affenberg, der Bambuswald, die ganzen Tempel, also wirklich eine wahnsinnig imposante Stadt mit unglaublich vielen kulturellen Städten, die man gar nicht alle schaffen kann. Also man kann, könnte wahrscheinlich 2 Wochen lang sich nur Tempel anschauen. Wir haben jetzt davon recht wenig gemacht, aber ja, wir haben auch nicht so viel Zeit. Dementsprechend tun unsere Füße auch sehr weh. Ja, und jetzt geht's weiter nach Osaka.